Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für gute Laune, Filmbesprechung, ja, und einfach ganz viel andere Dinge, über die wir so reden wollen. Es sind in dem Fall natürlich wieder drei Filmbesprechungen geworden und wir beginnen mit der Besprechung des Films Parma. Parma ist ganz aktuell, hat Justin Timberlake in der Hauptrolle und ist auf Apple TV Plus zu sehen. Ein Film, den wir wieder mal vorab sehen konnten. In dem Fall haben das Kenny Mo und Pete gemacht und für euch diesen Film besprochen. Viel Spaß dabei. Es folgt etwas, das nennt sich Cactus Jack und das ist ein Film, den haben wir über irgendeinen komischen Zugang zu irgendeinem Online-Festival gekriegt. Ich weiß dazu nichts Genaues, außer dass der Trailer extrem absurd aussah. Es geht hier, glaube ich, um einen Typen, der im Keller lebt, Nazi ist und alle für alles verantwortlich macht. So ein bisschen so ein extremer Redneck aus den Staaten und das ist was, das mussten sich Andy und Pete genau angucken, denn ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen krass oder so. Was vielleicht auch ein bisschen krass ist, ist die Besprechung von dem lieben Patrick und dem Torben. Die beiden Hübschen haben sich nämlich Batman und Bill angeschaut, eine Doku, in der es um Bill Finger geht und vielleicht auch um Bob Kane geht und auf jeden Fall um die Entstehungsgeschichte von Batman geht, der ja diesen beiden Männern ja eben sein Äußeres, seine Geschichte und sein Hast-du-nicht-gesehen zu verdanken hat. Aber vielleicht ist der Bill Finger einer, der halt viele Jahre lang da so ein bisschen, ja, einfach nicht annähernd die Credibility gekriegt hat, die er verdient. Leute, viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Für viele ist Justin Timberlake in erster Linie immer noch ein Sänger. War mal in einer Boygroup und hat dann doch eine recht beachtliche Solokarriere hingelegt. Aber eigentlich wollte er immer Schauspieler werden. Das hat er schon ein paar Mal gemacht. Es gibt ein paar Filme, in denen er mitgemacht hat. In Time zum Beispiel war ein etwas größerer, auch gar kein schlechter Science-Fiction-Film. Jetzt gibt's ein neues Werk, in dem er die Hauptrolle spielen darf. Das heißt Parma und es kommt am 29.01. auf Apple TV Plus. Ich bin der Mo. Ich bin Teil vom Telestammtisch und bei mir sind Kenny. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Und Dr. Pete. Hallihallo. Ich habe dich mal ganz kurz zum Doktor gemacht. Das gibt dir so ein bisschen mehr Würde. Ja, jetzt habe ich aber schon so einen gewissen Anspruch hier, dass wir das leisten müssen. Siehst du? Und das ist gar kein schlechter Ansatz, denn auch wenn wir ein Hobby-Podcast sind, wollen wir leisten und wollen abliefern. Parma ist der Film, über den wir reden. Und Kenny fasst uns doch kurz mal zusammen, worum es geht. Also, in Parma geht es um einen jungen Mann, der in der Highschool-Zeit oder kurz nach der Highschool-Zeit in den Knast gekommen ist durch ein Gewaltverbrechen, 12 Jahre im Bau saß und dann wieder rauskommt und erstmal mit dem Leben klarkommen muss. Er hat keine Bleibe, also übernachtet er erstmal bei seiner Oma und da stellt man fest, okay, da gibt es so ein paar Sachen, die da so sind. Zum Beispiel auf dem Grundstück der Oma ist eine Nachbarin, die in einem Trailer wohnt und die hat einen kleinen Sohn. Leider Gottes ist diese Mutter nicht gerade die beste Mutter und verschwindet ab und zu mal, wir wissen nicht so richtig warum. Und da kommt dann die Oma zum Vorschein und die dann sich um den Jungen kümmert in der Zeit, wo sie mal wieder verschwunden ist. Und leider Gottes verstirbt diese Oma relativ am Anfang des Films und dann steht Palmer alleine da und muss sich um dieses Kind kümmern. Obwohl er selbst mit seinem eigenen Leben gerade noch nicht klarkommt. Er kommt aus dem Knast, er hat keinen Job und hat keine Ahnung von Kindern, von Erziehung und hat da diesen kleinen Jungen, der auch ein bisschen anders ist als vielleicht übliche Jungs. Und dabei passieren einige Dinge und einige Konflikte werden dabei entstehen und darum geht es in Palmer. Genau. Wir alle drei haben den Film vorab sehen dürfen. Wir dürften spoilern, aber das ist so einer der Filme, da kann man eigentlich gar nicht so richtig spoilern, oder Pete? Nee, ich würde auch sagen, also zu spoilern gibt's nicht so unbedingt viel, weil der Film viel auf die Ebene, auf die Beziehung zwischen Parma und dem kleinen Jungen Sam eingeht, die so ein bisschen im Laufe des Films aneinander wachsen. Und es ist erstmal relativ unwichtig, wie das Ganze dann endet oder wie es ausgeht. Sondern es geht erstmal da um diese ganze Thematik. Nämlich ein Mann kommt aus dem Knast frei und gerät an einen Jungen und der verändert ihn und die wachsen beide sehr stark aneinander und das ist so das, was den Film besonders macht. Mich hat der Film doch relativ zügig am Anfang gekriegt. Die ruhige Art, wie Justin Timberlake den Eddie Palmer spielt, hat mir gefallen. Ich habe mich auch sehr gefreut, als die Nachbarin Shelley sich herauspuppte als Juno Temple. Zu der habe ich auch ein besonderes Verhältnis, kommen wir später nochmal zu. Das ist der Moment, in dem du, Kenny, deine Liaison
Saison erklären kannst, wenn du magst. Ja, ja, sehr gerne. Die Sache ist die, Palmer ist das zweite Medium, das ich mir auf Apple TV reingezogen habe. Davor habe ich mir die Serie Ted Lasso angeschaut und da spielt Juno Temple auch mit. Das heißt, ich habe jetzt eine 100% Quote, in der Juno Temple mitspielt. Das heißt, alles, was ich auf Apple TV sehe, ist mit Juno Temple. Das heißt, ich kann mir nur noch Filme mit ihr angucken, die auf Apple TV kommen. Ja? Ja, schauen wir mal, ob sie das einhält. Um deine Anekdote kurz abzuschließen, ich sehe das ähnlich, denn auch ich habe Ted Lasso gesehen, ich habe die entzückende Juno Temple da drin gesehen und ich hatte die Freude, mit dir einen Podcast über Ted Lasso zu machen, denn das ist eine Serie auf Apple TV, die wir euch an dieser Stelle auch mal ganz dringend nochmal ans Herz legen. Absolut. Und zieht euch den Podcast dazu rein. Lohnt sich, absolut. Ich mag Juno Temple, ich mag die Art, wie sie das spielt, ist ziemlich dirty. Sie hat jetzt nicht so viel Screentime, das ist ähnlich wie mit June Squibb, die Oma von Parma spielt. Die kennt man auch aus diversen Filmen. Ist eine nette alte Dame, sage ich jetzt mal. Die meisten anderen Charaktere sind eher nichtssagend. Spielt aber auch gar keine Rolle, weil niemand angetreten ist, glaube ich, um hier einen großen Blockbuster abzuliefern oder irgendwie um die meiste Screentime zu kämpfen. Also ich hatte von Anfang an so das Gefühl, das ist eine ziemlich runde und homogene Sache. Darf ich kurz reingrätschen? Wir wissen alle, Justin Timberlake ist ein übelster Frauenheld. Ja, alle Frauen lieben ihn. Viele Männer lieben ihn auch. Ich bin auch ein riesen Fan von ihm. Ich bin hier wirklich kurz vorm Hyperventilieren und Justin, Justin zu rufen, ja. Und was glaubt ihr, was ist passiert? Als Juno Temple die Rolle vorgelegt bekommen hat, schriftlich, so im Sinne von, ja, wir haben hier eine Rolle für dich, da hast du eine Sexszene mit Justin Timberlake, hat sie so gemeint, so, mach ich, egal was ist, ja, aber du spielst eine drogensüchtige Mutter, die ihr Kind vernachlässigt, ist egal, ich will mit Justin Timberlake eine Sexrolle haben, oder was andersrum, dass sie sagt so, ja, wir haben hier eine Rolle für dich, du spielst nur eine schlechte Mutter, die Drogenprobleme hat, so, aber dafür hast du wenigstens eine Sexszene mit Justin Timberlake, so. Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Wir werden das, glaube ich, nicht erfahren, aber sollte ich ihm jemals über den Weg kommen, frage ich ihn genauso natürlich, wie wenn ich mal unseren Freund Justin treffe. Wir treffen uns regelmäßig. Justin. Aber wusstet ihr, dass der letzte Spielfilm mit Justin Timberlake, wo er wirklich Schauspieler war, jetzt abgesehen von Trolls, war Wonder Wheel und da spielt Juno Temple auch eine Hauptrolle. Ja, daher kommt das auch, dass die Connection, die beiden haben und die Chemistry, die da war, die ist vielen aufgefallen und ich denke mal, ohne dass wir hinter die Kulissen geguckt haben, ist das wohl einer der Gründe. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, seine Filmrollen an sich sind ja überschaubar und es gibt auch wirklich ein paar Rollen dabei, die hätte er sich klemmen können, aber wenn er auch so kleine Rollen, diese kleine Rolle, die er gespielt hat, zum Beispiel im Social Network, die fand ich gut. In Time, wie gesagt, finde ich einen soliden Film, kann man jetzt nicht meckern. Über Trolls brauchen wir nicht reden. Also wenn ich an Justin Timberlake denke, was seine Rollen angeht, dann denke ich definitiv als erstes an In Time, danach an The Social Network, dann jetzt an Palmer und auch noch bei Runner Runner. Da hat er auch eine gute Arbeit geleistet, finde ich. Das war einer seiner guten Filme. Kommen wir zurück zu Palmer. Palmer ist ja ein berührendes Stück Film. Das ist ja auch die Absicht. Man merkt auch ein bisschen, dass Apple TV halt sein Repertoire und seine Mediathek einfach auffüllen will, um Filme, die einen nicht kalt lassen können und die er dann halt eben auch ranzieht mit Namen. Justin Timberlake ist schon ein Name, ob man jetzt sagt, ich sehe den lieber Schauspielern oder ich höre lieber den Musikspiel, erstmal keine Rolle. In dieser Geschichte ist es ja wirklich so, dass er einen früheren Footballstar spielt, der nach so viel Zeit im Gefängnis natürlich ein ganz anderer Mann ist, der zurückkommt und es ist sicherlich auch nicht seine größte Freude, dass er erstmal bei der Oma leben muss. Der Nachbarjunge Sam, gespielt von Ryder Allen, der kommt ja auch relativ zügig im Film vor und wirkt sofort anders. Dass der Kleine lieber mit Puppen spielt, sich wie eine Fee anziehen will und seine Lieblings-TV-Show ist halt eben auch so ein Comic um drei Feen. Er hat ja ganz klar irgendwie Anzüge von, dass er sich in seiner Sexualität noch nicht ganz klar ist, aber schon eher so in Richtung gay vielleicht tendiert, was der Oma gar nichts ausmacht, was auch sonst kein Thema ist, aber für diesen Typen, der 12 Jahre in einem wahrscheinlich harten Knast war oder sowas, ist das erstmal wie schwarz-weiß. Erstmal so, der haut natürlich erstmal so Sprüche raus wie, du weißt schon, dass du ein Junge bist, während der Kleine da mit Puppen spielt. Wie hat das auf euch gewirkt? Es ist auf jeden Fall so, dass da wirklich Welten aufeinandertreffen. Der eine 10 Jahre im Gefängnis und der kleine, unschuldige Junge, der bei dem das Ganze so aus sich herauskommt, dass er einfach das macht, was ihm gefällt, von der Gesellschaft noch nicht irgendwie geprägt ist, dass er sich irgendwo reinfinden soll, sondern dass er da sich selbst überlassen wird und selbst entscheiden kann, welchen Weg er gehen möchte. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr sozialkritisch dadurch,
dass Justin Timberlake hier die Gesellschaft so ein bisschen widerspiegelt, die immer noch einen kritischen Blick auf das Ganze hat. Ja, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen, so dass man diesen Kontrast da dargestellt hat. Wie war das bei euch? Ich selber gehe seit vielen, vielen Jahren zum CSD, um mich für die Rechte von Homosexuellen und anderen Randgruppen einzusetzen, da ich einfach der Meinung bin, dass jeder Mensch so sein sollte, wie er ist. Dementsprechend finde ich toll, dass das Thema hier in dem Film aufgegriffen wird. Da sieht man halt, dass das schon in sehr frühen Phasen passiert. Also das ist ja keine Geschichte, die jetzt ausgedacht ist, aber sowas passiert ja wirklich, ja, und auch in dem Alter, wo die sich entwickeln, wo du halt nicht weißt, wir wissen jetzt nicht, was für eine sexuelle Orientierung er hat, wo sich das hinentwickelt, er selbst wird als Junge dargestellt, er selbst identifiziert sich auch als Junge dort, deswegen ist es doch vollkommen egal, das wollen wir jetzt auch nicht werten, das ist nicht Thema des Films, es geht bloß darum, dass er halt nicht dieser stereotype Junge ist, der mit Autos spielt, der Football liebt oder irgendwie andere Sportsachen, sondern halt ein Junge, der diesen Girly-Kram mag, was halt vollkommen okay ist, nicht dieses Jungsspiel mit Autos, Mädchenspiel mit Puppen, sondern halt einfach, er ist, wer er ist. Und es geht darum, zu akzeptieren, wer er ist und ihn dazu ermutigen, dass er sein kann, wer er will und nicht, dass er irgendwer sein muss, der er sein soll, weil die Gesellschaft ihm das vorschreibt. Und das finde ich einfach ein wichtiger Punkt. Natürlich Justin Timberlake, also die Rolle von Eddie, er kommt aus dem Knast, wie du schon sagst, im Knast geht es sicherlich ziemlich hart zu, vor allem, wenn du da 12 Jahre drin gesessen hast als Gewaltverbrecher und hast sicherlich mit anderen Gewaltverbrechern zusammengehangen. Da hast du sicherlich eine ziemlich krasse Hierarchie von Leuten, die sich ziemlich hart untereinander benehmen und dann kommst du da rein und hast erstmal gar keine Ahnung von Erziehung von Kindern und dann hast du auch noch ein Kind, womit du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du mit dieser Thematik überhaupt nicht in Verbindung stehst, ne? Und dieser Konflikt ist halt super gelöst, es ist halt schön gemacht. Er ist ja erstmal nicht kontra, er ist ja nicht so, er kommt ja aus dem Knast und ist hier ein homophobes Arschloch, der einen auf die Fresse hauen will und gegen Ausländer ist, so nicht so ein typischer hier, wie heißen sie, die Rednecks, ne? Aus den USA, aus den ländlichen Gebieten, so ist er ja nicht. Du merkst ja schon, dass er eigentlich menschlich ist. Er hat zwar Scheiße gebaut, aber er ist geläutert. Das merkst du wirklich, wenn er aus dem Knast rauskommt, wie er sich verhält, dass er es besser machen will. Und dann siehst du halt, wie sich das weiterentwickelt. Und wie er auch zum Beispiel mit Leuten umgeht, mit denen er eigentlich befreundet ist, die aber eine andere Sichtweise zu der Thematik haben als zum Beispiel er. Ja, das ist ja eine ganz wichtige Szene, die da passiert. Also Parma merkt halt, dass es für die Oma ganz normal ist, dass der Junge zu ihr rüberkommt, auch zum Teil länger da bleibt. Und es kommt halt eben dazu, dass Shelley, seine Mutter, plötzlich wegfährt und die Oma sagt, naja, das passiert ab und zu, nur diesmal ist es halt länger als sonst. Und das ist die Zeit, in der Sam quasi einzieht. In der Zeit merkt Palmer halt sehr schnell, dass er für den Kleinen da einfach Gefühle entwickelt, so eine Art Ersatzvater wird und halt einfach, ja, dann natürlich sich selber damit konfrontieren muss, wie geht die Gesellschaft mit ihm um, denn er wird schon ein bisschen gehänselt und das geht von Erwachsenen aus, das geht von Kindern aus und das ist halt eben genau dieser Konflikt, den du gerade besprochen hast. Wir kriegen dann ja auch noch so eine Art Love Interest in das ganze Bild rein, weil Eddie hat halt das Glück, dass er eine Stelle an seiner alten Schule bekommen kann, da wird er erstmal Aushilfshausmeister, was für ihn natürlich super ist, denn als Ex-Krimineller ist das nicht so ganz einfach, einen Job zu bekommen, aber alle haben halt auch so ein extra Auge auf ihn, also es gibt auch ein paar Leute in der alten Heimatstadt, die auch direkt sagen, du warst immer schon, tu nicht gut und das wirst du auch bleiben. Als die Leute anfangen zu merken, dass der Kleine immer mit Eddie abhängt, gibt es auch einmal diese Konfrontationsszene, wo eine Frau sagt, du solltest gar nicht mit Kindern zusammen sein, du bist ein Gewalttäter und wir erfahren ja auch erst relativ spät, weswegen er im Gefängnis war. Auch eine ganz berührende Szene, wie ich finde. Und das ist halt so die Geschichte, man könnte das jetzt so runterrattern und dann wird der ein oder andere am Kopfhörer jetzt wahrscheinlich sagen, das habe ich alles schon mal irgendwie gesehen. Ja, habt ihr alles schon mal gesehen. Also es gibt diesen Grumpy-Typen, der dann ganz nett wird. Es gibt nette Typen, die irgendwie den Leuten, die sie nicht ans Herz wachsen, sondern ans Herz wachsen etc. haben wir alles schon mal gesehen. Hier ist es halt einfach nur noch mal ein bisschen, wie ich finde, erdiger, ehrlicher. Ja, es ist auf jeden Fall, ehrlicher trifft es eigentlich echt ganz gut, wie du es schon beschreibst. Ja. Der Film ist 110 Minuten lang. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Also mir hätte da 20 Minuten weniger, hätten mir ganz gut zu passen. Ich hätte gut damit leben können, wenn er kürzer wäre. Da widerspreche ich dir. Ich finde den, so wie er ist, perfekt. Ich finde irgendwie nichts, was ich jetzt irgendwie groß besser machen würde, auch von der Länge her. Weil es gibt einfach Phasen im Film, der versucht halt einfach seine Geschichte zu erzählen. Und ich mag Filme, die sich Zeit nehmen, ihre Geschichte zu erzählen und nicht versuchen, den Film in 90 Minuten runter zu prügeln. Sondern auch mal Szenen drin, die einfach eine tiefe Konversation zum Beispiel haben, die du kürzen könntest. Aber einfach nur, sich die Zeit zu nehmen, es auszuerzählen und es zu Ende zu erzählen. Und das braucht der Film einfach, um diese Emotionen und diese Gefühle und die Botschaft zu übermitteln. Wenn du ihn das cutten würdest und sagst, nimmst du die Szene raus und die Szene raus, hast du das, was du in vielen Filmen hast, dieses Hektische, dieses Stressige und merkst du, okay, irgendwie die Leute wollten den Film irgendwie zu Ende bringen. Und das hat er irgendwie nicht. Ich finde, der ist nicht langatmig, ich bin voll drin gewesen, absolut voll okay. Also da kann ich wirklich nichts beanstanden. Also im Sinne von, da muss kürzer sein oder sowas, überhaupt nicht. Ich fand ihn jetzt auch nicht zu lang. Ich finde, der baut über die gesamte Laufzeit immer so ein schönes Konstrukt aus scheinbar unüberwindbaren Problemen auf.
was mich als Zuschauer immer sehr, sehr angezogen hat und mich nicht losgelassen hat von der ganzen Geschichte. Und da gab es wirklich viele Szenen, die dazu ihren Teil beigetragen haben, dass er dann wirklich diese emotionale Härte erreicht. Mich hat nur so ein bisschen das Ende gestört. Das, finde ich, hätte für mich ein bisschen ehrlicher sein sollen. Ich finde, da ja, traut der Film sich irgendwie nicht genug für mich. Das fand ich ein bisschen schwach. Du meinst eine härtere Konsequenz am Ende? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Das ist auch der einzige Punkt, den ich beanstanden kann. Das ist halt das Ende mit dem Gefallen, ja. Das ist halt so ein typisches, das ist ein kleines Hollywood-Klischee im Sinne von, der hat noch irgendwas bei ihm gut und natürlich am Ende, kurz vorm Höhepunkt, wird dieser Gefallen eingelöst. So, und das ist Hollywood-Klischee. Gebe ich zu, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich dem Film geben kann. Ansonsten finde ich ihn wirklich toll. Ich möchte eine Szene mal hervorheben, und zwar das relativ am Anfang. Ich habe ja erzählt, dass die Großmutter, die stirbt. Und die Szene quasi, wo rausgefunden, also wo die Leute herausfinden, dass sie stirbt. Also Justin Timberlake, das heißt Eddie, findet dann heraus, okay, die wacht nicht auf und liegt im Schlafzimmer. Und ich finde, die Szene war halt mal nicht so typisch Hollywood. Die war nicht so auf Tränendrüse gedrückt mit übelst trauriger Musik und abzusehen, ey, da ist auch was nicht in Ordnung, sondern es ist so relativ schnell, es ist von jetzt auf gleich plötzlich passiert, unvorhergesehen, und dann wird es auch nicht ewig in Länge gezogen und ewig mit Taschentuchmaterial vollgefüllt, mit ewig viel Tränendrüsen, Musik, sondern halt, okay, du stellst fest, sie ist tot, und dann relativ schnell Überleitung zur Beerdigung, und das einfach, aber dann hast du die Stelle auch natürlich, wo er dasteht und traurig ist und weint, dass er das feststellt, ne? Ich finde es einfach super gut gemacht, weil es halt mal nicht so typisch Hollywood-Klischee-mäßig ist. Und es ist halt mal irgendwie, ja, genau, anders. Genau, und das gerade so auffällig ist das ja, weil das eine Figur ist, die einfach super nett ist, die zu allen gut ist, die alle mögen. Und bei so einer Person wird das ja wirklich häufig sehr übertrieben mit dieser emotionalen. Ja, es wirkt auch halt einfach so, dass sie ist ja eine sehr, die Vivian ist ja eine resolute Frau. Die sagt ja auch, wenn du unter meinem Dach lebst, dann gehst du mit mir sonntags in die Kirche. Denn ich gehe sonntags in die Kirche. Er soll sich halt eben auch gleich wieder an Regeln gewöhnen. Und die sind alle sehr, das soll dieses Straighte unterstreichen. Also die sind einfach gerade raus. Wenn ich dich nicht mag, dann sage ich dir das. Und da gibt es keinen Zuckerguss obendrauf. Und so wirkte die Szene auch. Ne, gebe ich euch recht, die ist wirklich gut. Schauspielerisch von Justin Timberlake munkelt man in einigen Gazetten, dass er jetzt endlich die Aufmerksamkeit kriegt, die er vielleicht verdient hätte. Der ein oder andere sagte sogar schon sowas wie, das wäre ja ein Kandidat für diese kleine goldene Figur. Wäre ich dabei. Würdet ihr sagen, das wäre gerechtfertigt? Absolut, definitiv. Also auf jeden Fall eine Nominierung wäre drin. Natürlich weiß man jetzt nicht, was die Konkurrenz ist, ne? Aber eine Nominierung ist definitiv für die Rolle drin, weil die ist wirklich sehr emotional, die ist mehrschichtig, die ist deep und auf jeden Fall Potenzial. Ja, also ich finde auch Justin Timberlake ist, haben wir eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, noch kein so verbrauchter Schauspieler. Er hat jetzt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, einen Film gemacht. Deswegen finde ich auch, verbinde ihn jetzt nicht unbedingt direkt mit einer anderen Figur, sodass ich sage, ja, der hat auf jeden Fall diesen Eddie Palmer verkörpert und ich habe ihm das abgekauft, dass er der Mann ist, der 10 Jahre im Knast war und dann rauskommt und versucht, alles besser zu machen. Man nimmt ihm diese Rolle ab. Er hat eine gewisse Ernsthaftigkeit direkt von Sekunde 1. Das mochte ich auch sehr gerne. Ja, Jungs, ihr wisst, wir vergeben Punkte. Ich bin ziemlich straight, was das angeht. Ich bleib bei Punkten und ich hau sie jetzt raus. Der kriegt von mir 4 von 5 Punkten. Zack. Ja, dann leg ich hinterher und ich gebe ihm 4,5. 5 nicht durch das, was ich erwähnt habe. Er ist nicht perfekt. Er hat kleine Mankos, aber er ist wirklich großartig. Ich kann ihn absolut empfehlen. Wer Bock auf ein schönes, gefühlsvolles Drama hat, zieht ihn euch rein, am besten mit einer liebenden Person, Freund, Freundin, irgendwas, und genießt ihn einfach. Das ist einfach, das ist pure Emotion. Lasst euch drauf ein, und die Botschaft, die dahinter steht, ist einfach wichtig. Ich finde, das sollte jeder verstehen und sich in seinen Kopf einpflanzen oder in sein Herz vor allem. Ich bin bei 3,5 von 5 Punkten, ein bisschen unter euch, weil mich auch so das eine oder andere gestört hat, aber ich fand auch, es war wirklich einfach trotz der typischen Geschichte dann kein unbedingt typischer Film und hat wirklich viele Momente gehabt, in denen er mich emotional erreicht hat, und das über die ganze Laufzeit, und das ist wirklich was Besonderes und gebe mir, denke ich, alle eine Empfehlung für ab. Genau, da sind wir gelandet bei einer Empfehlung ab 29.01. auf Apple TV Plus. Wenn ihr mögt, schaut euch das an, und wenn ihr mögt, bleibt dran beim Telestammtisch. Vor uns oder nach uns kommt noch die eine oder andere Besprechung, und falls wir die Letzten sein sollten heute in der Reihe, dann hört ihr halt einen anderen, das ist ja kein Problem. Ich danke auf jeden Fall schon mal Kenny, der nach einer ganz, ganz langen Frühschicht hier trotzdem am Start war bei uns. Vielen Dank. Okay. Und Pete, ich danke auch dir. Jetzt kannst du die Kinder alle wieder ins Wohnzimmer lassen, damit die Leute sich wieder im ganzen Haus bewegen dürfen und nicht eingesperrt am Armbrotstisch sitzen müssen. Das war ich wohl. Alles klar. Gut, ihr Lieben, ich danke euch. Macht's gut. Haut rein.
Ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen am Telestammtisch zu einer neuen Besprechung. Heute zu dem Film Cactus Jack. Und zum Glück bin ich nicht alleine, denn der Film hat mich ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Zum Glück ist der Pete an meiner Seite. Hi. Ja, hallo Andi. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, da die richtigen Worte zu finden und die Gedanken erstmal zu ordnen. Ja, du hast ein paar Fakten für uns, glaube ich, um den Film, was Crew angeht und so weiter. Ja, genau. Cactus Jack geht 85 Minuten und ist ein Horror-Thriller, / auch Low- oder No-Budget-Crowdfunding-Film. Der spielt in einem, also ist von den Chris und Jay Thornton, das sind zwei Brüder, die den jetzt seit 2015 haben sie schon begonnen mit den Arbeiten daran. Ja, das fand ich auch spannend. Wir haben uns ja noch so ein Q&A angeschaut auf YouTube und teilweise auch teilgenommen. Das war zu einer ungünstigen Uhrzeit. Wegen Zeitverschiebung war das um 3 Uhr nachts. Ich habe es dann doch noch irgendwie aus Zufall geschafft, mich da mal einzuloggen und ein paar Fragen zu stellen. Leider bevor ich den Film gesehen habe. Aber die haben da ganz interessante Sachen gesagt. Also, dass man da schon 2015 angefangen hat mit den Dreharbeiten, ist umso spannender, wenn man dann gleich weiß, worum es geht. Weil ich hatte das Gefühl, es ist alles sehr aktuell. Ja, auf jeden Fall ist es auf jeden Fall Bezug zu den aktuellen politischen Situationen in den USA vor allem. Mhm. Ja, fangen wir einfach mal an, worum geht es? Es geht um die fiktive Person Cactus Jack. Der ist ein Neonazi, über den eine Reportage gedreht werden soll. Dieser Cactus Jack lebt alleine bei seiner Mutter im Haus unten im Keller und hat keinen Kontakt zur Außenwelt, irgendwie nur über das Internet. Und dann kommt ein Dokumentarfilmer zu ihm, der praktisch so ein Bild von ihm zeichnen will, ihn darstellen will oder irgendwie eine Dokumentation oder eine Reportage über ihn drehen möchte. Mhm. Und damit, das ist so die Grundprämisse des Films, da treffen dann zwei Welten aufeinander von einem Dokumentarfilmer, der einfach ein ganz normaler Mann ist, und diesem Neonazi, der unglaublich viel Hass in sich trägt. Ja, ja, und dann sehen wir irgendwie hauptsächlich anfangs, sieht man eigentlich immer nur die Kamera auf diesen Ronald, heißt er, glaube ich, im wirklichen Leben, auf ihn gerichtet, wie er da seine Propaganda rausspuckt und keine Ahnung. Es ist wirklich erstmal anstrengend. Also ich glaube, man sitzt da locker eine halbe Stunde, wenn nicht länger. Einfach nur wird man mit irgendwelchen krassen Ideologien von diesem Typen da vollgeballert. Puh, das war schon heftig. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich hart, sich das anzuschauen. Es ist super ungewohnt. Und ja, ich habe mich auch gefragt, was ist das jetzt für ein Film? Weil der Film gibt über 85 Minuten diesem Neonazi irgendwie eine Plattform, seine rechten Parolen da dem Zuschauer zu präsentieren. Mhm. Und da habe ich mich schon so gefragt, sollte sowas erlaubt sein? Weil man muss sich natürlich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite ist das auch was, was viele Leute auf jeden Fall kritisieren werden. Oder warum ich den Film auch nicht jedem uneingeschränkt empfehlen würde. Ich glaube, es kann sich nicht jeder diesen Film anschauen, weil man das einfach nicht durchsteht mit so einem extrem harten Charakter. Ja, das war schon heftig. Also man kann auf jeden Fall sagen, wenn das die Intention ist, wie sie ja die Regisseure auch öfter dann da betont haben, dass es einfach unangenehm ist, dann haben sie damit auf jeden Fall das Ziel erreicht. Also wie du schon gesagt hast, es wird ja unter Horror irgendwie gelistet. Und ich meine, ich fand dieses Gespräch eigentlich sehr interessant dann, dass sie halt dann so gesagt haben, sie wollten halt einen realen Horror machen. Und was ist in der heutigen Zeit eine reale Bedrohung? Irgendwie Leute im Untergrund, die sich halt mit irgendwelchen fiesen Ideologien vollballern und dann halt echt so tickende Zeitbomben sind. Und das macht dieser Film ja auch gut. Und ich meine, dieser Typ ist ja auch krass gespielt halt einfach. Also ich saß da so in meinem dunklen Zimmer, hab mir den angeschaut und mir war echt einfach so ein bisschen latent schlecht die ganze Zeit irgendwie. Und es entspinnt sich ja noch so ein bisschen eine Handlung und es gibt auch immer so Cutaways, kann man sagen, zu dem Dokumentarfilmer, wie er dann alleine halt nochmal was dazu sagt und natürlich das auch einordnet oder so ein bisschen sagt, so alter Schwede, der meint es echt ernst. Der ist völlig geisteskrank und völlig hasserfüllt und so. Und wie du gesagt hast, so eine Plattform bieten, das stimmt schon ein bisschen und es ist natürlich, also das sind ja einfach Zitate aus Mein Kampf wahrscheinlich oft, also halt Ideologien da irgendwie und ja, ich glaube, das hatten sie in dem Q&A auch gesagt, dass sie aus vielen Reden oder irgendwas Parolen rausgenommen haben und die ihm dann implantiert haben. Ja, das ist einfach eklig. Ich meine, es wird dann schon noch ein bisschen damit gespielt mit so
Collagen, nenne ich es jetzt mal irgendwie. Also es wird nicht immer nur seine Fresse gezeigt sozusagen, sondern es werden dann immer noch so Bilder eingestreut irgendwie. Es gibt auch so mal so ein Radiointerview, was er mit so einer Frau hält, wo sie ihm halt auch so ein bisschen entgegnet, halt so ein paar Argumente und so, die das entkräftet oder so, aber sonst hast du echt eigentlich immer nur ihn. Ich fand auch das ganz schön, wo er dann mal über seinen Vater spricht, dass das ja so ein Loser war und so und irgendwie sich halt eingesperrt hat und dann sagt der Dokumentarfilmer zu ihm ja auch, ja und was ist dann mit ihnen? Sie leben hier in einem Keller ihrer Mutter und so und ihn dann mal so ein bisschen konfrontiert und dann mal gegenhält, aber das passiert halt einfach selten. Ganz selten. Ja, und gerade deshalb wirkt das auch irgendwie so wahnsinnig nah und wahnsinnig real, wie der Cactus Jack auf ihn reagiert, auf Konfrontation reagiert. Das fand ich auch echt stark. Und du hast es mit dem Horror angesprochen und ich finde, der Film hat wirklich was geschafft, was nicht viele Horrorfilme in den letzten Jahren irgendwie bei mir geschafft haben. Sondern nämlich wirklich so, der hat die Spannung und die Härte ist über die gesamte Dauer immer ein Stück angestiegen. Und er hat, ja, der hat, ich habe einfach diese Bedrohung gefühlt von diesem Mann, die von diesem Mann ausging. Ja. Und fand das echt stark, was der Film geschafft hat, für eine Spannung zu kreieren. Obwohl er eigentlich nur hauptsächlich sich um diesen einen Mann dreht, der alleine in seinem Keller ist und eigentlich kaum eine Bedrohung darstellen sollte. Ja, genau. So man hat halt die ganze Zeit so diese Vorahnung oder so, oder man denkt die ganze Zeit, naja, irgendwas wird jetzt schon noch passieren, also irgendwann explodiert der ja im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich meine, er hat halt irgendwie unten auch einige Waffen liegen und so und hasst auch seine Mutter abgrundtief und zielt dann teilweise mit so einem fetten Gewehr so ins Erdgeschoss rein und so. Und man denkt halt die ganze Zeit, Mann, da passiert jetzt noch irgendwas und dann entspinnt sich auch noch eine fiktive Story. Also wir haben nicht nur dokumentarisch, sondern es passieren dann noch Sachen. Ich glaube, die will ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ich weiß jetzt auch nicht. Es ist wirklich schwierig. Also ich saß danach da und dachte mir so, fand ich das jetzt gut oder fand ich das unglaublich schlimm und scheiße. Also wie gesagt, wenn er unangenehm sein soll, dann hat er das auf jeden Fall geschafft. Ich habe mir ein bisschen gewünscht, dass viele Aspekte noch ein bisschen filmischer halt, mehr Handlungen. Er macht ja dann am Schluss halt eben auch noch so eine Art Podcast irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, wie es dazu kam oder wie es dazu kommt, weil da passieren noch so einige Sachen, die relativ spannend sind und das wären für mich jetzt eigentlich Spoiler. Aber dass so ein Medienecho dann, dass er dann halt auch Follower kriegt und sowas, das fand ich eigentlich relativ. Das kommt relativ spät im Film und es wird dann auch nicht so richtig vertieft. Also ich dachte eigentlich auch nach dem Trailer und so, dass es mehr darum geht. Das wäre vielleicht ganz interessant gewesen, wie sowas wachsen kann. Genau. Was ja auch in der heutigen Zeit irgendwie relativ wichtig ist, dass man da noch so ein bisschen sieht, wie das wachsen kann. Ja, genau, weil alles, was er immer macht, ist ja so Hate Speech, sagt man ja, in reinster Form halt mehr oder weniger. Und wie er dann da Anhänger findet oder so, oder halt wie die Welt auf seine Keller-Videos da so reagiert, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr früher und mehr vertieft gewünscht. Ich weiß auch nicht. Ja. Aber ich finde, da muss man sich echt, wir haben ja schon ein bisschen so eine Warnung ausgesprochen, du musst dir echt eine Stunde lang gefühlt anhören, wie ein Nazi einfach seine scheiß Propaganda da in die Welt bläst, aber es wird schon so eine unglaublich spannende Stimmung erzeugt, weil man immer so klaustrophobisch auch in diesem Keller sitzt und dieser Kameramann tut einem auch ein bisschen leid, wie er da mit ihm im Keller sitzt und man denkt die ganze Zeit, scheiße, gleich rastet er aus und bringt Leute um. Und ob es dazu kommt, das könnt ihr selber rausfinden. Das weiß man. Ja, nee, ich fand es aber schon ganz interessant. Ich finde es auf gar keinen Fall nachvollziehbar, was er da von sich gibt. Aber irgendwie habe ich schon so gedacht, ja, er ist ein Nazi oder so ein Mann, der extrem viel Hass in sich trägt. Deswegen hat das alles schon so seine Berechtigung, dass er es so sagt, dass er diese Ansichten hat. Mir wurde es nur, es gab so einen Moment, da habe ich gedacht, nee, jetzt hat's mich gerade so ein bisschen verloren. Da wurde es mir wirklich zu viel. Und das ist, als der Dokumentarfilmer da ihn fragt, hassen Sie eigentlich Ihre Mutter? Und er sagt, ja klar, warum sollte ich sie nicht hassen? Sie ist ja eine Frau. Ja, stimmt, das kommt ja noch dazu. Es ist ja nicht nur ein harter Rassist, es ist ja auch ein krasser Sexist und überhaupt Frauenhasser von vorne bis hinten. Ist einfach alles unangenehm. Aber da kann ich auch verstehen, wenn es dem einen oder anderen einfach zu viel wird, gegen was er da schießt.
Ich kenne auch jetzt keinen, wo ich sagen würde, hey, lass uns den Film schauen. Keine Ahnung. Also er ist super interessant und super unangenehm, aber trotzdem irgendwie auch ja relevant halt irgendwie. Ich meine, das will man sich nicht anschauen, aber man muss ja nur dran denken, dass diese Leute gibt. Wie gesagt, die sind jetzt vor kurzem erst zum Kapitol gerannt. Also viele vielleicht nicht ganz so extrem wie der Typ in dem Film, aber viele gibt es natürlich. Und das fand ich wirklich mit am interessantesten, dass die angefangen haben, vor dieser Trump-Präsidentschaft diesen Film zu machen. Und dann sieht man in dem Film ja auch das Datum immer eingeblendet, 2016. Und er ist natürlich dann auch der super Trump-Supporter und feiert das dann in seinem Podcast, dass der jetzt halt irgendwie gewählt wurde und so. Aber dass es diesen Rahmen hatte, die haben den Film angefangen, als es gerade losging mit Trump und Genau, so. da hat Trump noch nicht mal seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben. Genau, und jetzt bringen sie den Film raus, wo das eigentlich fast nochmal zum Höhepunkt gekommen ist mit dieser ganzen Bewegung, nenne ich es jetzt mal. Das fand ich schon total strange irgendwie. Ja, gerade dadurch, durch diesen Sturm auf das Kapitol, sieht man, was das Ganze auch für Auswirkungen haben kann, wenn man jemanden einfach irgendwie blind was ins Internet posten lässt. Ja. Und das wirkt einfach gerade deshalb so unglaublich nah dran. Sie haben ja anscheinend auch zur Recherche, haben Sie im Q&A noch gesagt, sich da teilweise unter Fake-Accounts oder so bei Twitter oder auch so in rechten Netzwerken angemeldet, um zu recherchieren. Und teilweise haben Sie auch, glaube ich, irgendeinen Account halt unter Cactus Jack rausgehauen, haben teilweise irgendwie unter seinem Namen irgendwas geschrieben und sie waren total baff, wie schnell sie der Zuspruch gefunden haben und in Anhänger und so und haben das dann sofort wieder gelöscht und auch auf der Seite selber geschrieben, hey Leute, das war fake und hört auf, sowas zu glauben oder zu denken und so. Also anscheinend haben die sich da schon so recherchemäßig ein bisschen rein begeben und fanden das auch super gruselig. Und ich meine, natürlich ist es dann auch naheliegend, so einen Gruselfilm, einen Horrorfilm drüber zu machen, obwohl ich es eigentlich wenig als Horrorfilm. Es ist eher so ein, ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Es ist halt wenig Film, es ist ja Fake-Doku. Es ist aber jetzt nicht so. Ich musste ein bisschen an Mann beißt Hund denken. Kennst du den? Ja, klar. Genau, das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Da passiert Aber halt aber der, mehr. ja, genau, und der ist halt deutlich noch schwarzhumoriger. Genau, der ist irgendwie filmisch, also cinematischer oder wie man sagt. Also die laufen rum, unterhalten sich, mehr Dialog und so. Der ist nicht, aber der ist halt noch viel beklemmender. Ist echt Ja, wo, komisch. woran mich der Film so ein bisschen erinnert hat, ist Creep. Weiß nicht, ob der dir was sagt, ist auch Nee, ein den haben sie auch Horror. erwähnt, ja. Ist so eine Art Horrorfilm aus den letzten Jahren auch. Und da geht es auch darum, dass ein Mann einem Dokumentarfilmer 1000 Euro bietet, dafür, dass er ihn einen Tag begleitet und nur ihn filmt. Und das führt zu einer ähnlichen Situation, dass da diese beiden Männer, ein Kameramann und eine andere Person, die scheinbar irgendeine psychische Störung hat, zusammengeschmissen werden und diesen ganzen Tag oder so eine ganze Zeit zusammen verbringen. Ja, es Und dass man klingt. nicht so ganz genau weiß, worauf das hinausläuft. Aber da fand ich jetzt Cactus Jack schon deutlich besser, weil der härter war und dieser Spannungsverlauf mir besser gefallen hat. Okay. Ja, ich war wirklich saugespannt, was du sagst. Ich war zuerst ein bisschen sprachlos, weil ich wusste halt echt nicht so, muss man sich das anschauen? Soll man sich das anschauen? Ich weiß es nicht. Aber Ja, oder darf man sagen, dass einem das gefällt? ja, eben, wenn das ist ja ein unangenehmer Film, der soll einem ja nicht Spaß machen, so ungefähr. Der soll ja Abgründe aufzeigen und das tut er. Und irgendwie war ich schon auch gefesselt. Also es gab schon auch Momente, wo ich dachte, so, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr, da weiter zuzuschauen. Aber dann so ab der Hälfte gibt es ja doch noch so eine Art Handlung und dann wird es auch spannender. Aber ja, egal, ich Ja, nee, glaube. da schafft der Film schon so den richtigen Zeitpunkt abzupassen, ab wann er dann so ein bisschen davon weggeht, nur diese Parolen da reinzubrüllen Ja. und ja, so ein bisschen in Richtung Handlung geht. Ja. Ich würde jetzt dann mal so zum Fazit kommen und das nochmal versuchen. Also wie gesagt, ich würde den kann man so schwer empfehlen, aber wenn ihr Lust habt, schaut ihn an. Ich habe vorher noch gesehen, den gibt's, den haben wir mir im Rahmen dieses Milwaukee Filmfests oder so, glaube ich, hätte der laufen sollen. Findet natürlich nicht statt, aus Gründen, die wir alle kennen. Aber die Regisseure haben den jetzt einfach auf Vimeo hochgeladen. Den kann man da für 3 € leihen, für 6 € kaufen, keine Ahnung. Da kann man den schauen, wenn man Lust hat. Also schaut euch den Trailer an. Es ist ein spannender Film, interessant, sau unangenehm. Ich hätte es mir so ein bisschen storylastiger gewünscht oder halt einzelne Themen noch raus gepickt, wie die mediale Präsenz oder Follower anhäufen und solche Geschichten, hätte man mehr in so eine Richtung, ja, Satire ist das falsche Wort, weil es ist überhaupt nichts lustig an dem Film, aber solche Probleme oder halt eben Strömungen so zu zeigen.
wie sich sowas entwickeln kann. Noch ein bisschen dokumentarischer. Ja, halt, oder eben solche Sachen wie er dann halt so ein Following ansammelt und solche Aspekte halt ein bisschen mehr im Fokus und sonst weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin echt ein bisschen baff von diesem Film. Ich weiß weder im Positiven noch im Negativen. Wenn ich jetzt Punkte geben müsste, ich würde, glaube ich, einfach genau in die Mitte gehen, weil er hat seine Momente, er ist krass. Es ist eigentlich aus der Prämisse, finde ich, hätte man schon noch ein bisschen mehr machen können. Also ich war auch ein bisschen enttäuscht am Ende, aber von allem, was Sie gesagt haben, was Sie mit dem Film bezwecken wollten, haben Sie eigentlich schon Ihr Ziel erreicht, hatte ich das Gefühl. Also jetzt, Sie haben ja auch in dem Q&A gesagt, Ihnen waren jetzt nicht an so einer Narration gelegen, an so einer Story, sondern Sie wollten eher so ein Gefühl vermitteln. Und wenn das Ekel und Abscheu ist, dann haben Sie das sehr gut geschafft. Aber trotzdem, ich würde jetzt nicht 2,5 bis 3 geben, sowas. Okay. Ja, ich glaube, ich fand den da schon ein bisschen besser, weil mir die Horrorelemente und so einfach schon ganz gut gefallen haben, die einfach immer mehr werden, immer mehr mit Lauf, mit zunehmender Handlung. Und mir war es nur teilweise ein bisschen zu viel, wie er dann dieser ganze Hass in sich trägt. Also mir wurde es irgendwann ein bisschen zu viel, dieser Rassismus und Sexismus. Aber was mir auch unfassbar gut gefallen hat, war diese Schauspielerleistung. Ja. Dass der spielt den so realistisch, das ist wirklich richtig krass. Mhm. Und vielleicht ein Fun Fact, er hat in diesem Film wirklich eine Spinne gegessen. hat er auch im Q&A nochmal erwähnt. Ja, stimmt. Und ja, ich finde, man sollte diesen Film auf jeden Fall nicht empfehlen, ohne oder sich nicht anschauen, ohne zu wissen, auf was man sich hier einlässt. Mhm. Da sollten wir auf jeden Fall jetzt nochmal eine Warnung aussprechen. Ja, es gibt ja auch am Anfang des Films noch so ein Disclaimer, wo halt drin steht, was eigentlich total absurd ist. Also ich meine, da stand ja am Anfang so von wegen, hier nochmal zur Erinnerung, was da in dem Film gesagt wird, entspricht in keinster Weise den Ansichten der Regisseure oder so. Da dachte ich mir schon, okay, ich hoffe, das sollte klar sein. Wir distanzieren uns komplett von diesem Film. Ja, ja, von dem Charakter halt auf jeden Fall. Aber, mei, ich kann mir auch vorstellen, wo haben sie im Q&A, glaube ich, auch besprochen, dass es halt Leute gibt, die solche Ansichten haben und diese typische Diskussion, die man ja immer hat, wenn man so einen Anti-Helden, in Anführungszeichen, bei dem ist ja nichts Heldenhaftes, aber so einen Taxi-Driver oder Joker jetzt ja auch vor kurzem erst als Held oder als Protagonist in seiner Story hat, dass dann Leute mit ihm sympathisieren. Und da haben sie auch gesagt, wenn jemand mit dem sympathisiert, dann ist er so weit weg und kann nicht zurückgeholt werden oder sollte in die Psychiatrie oder sonst irgendwie was, dass es eigentlich relativ klar ist, dass sie an dieser Figur nichts Sympathisches lassen wollen und so und nichts, womit man sich identifizieren kann. Das ist einfach das pure Böse und der pure Hass und so. Ja, schlimm. Ja, dann gebe ich noch gerade Punkte ab. Ich wäre bei 3,5 von 5 Punkten. Okay. Ja. Ja, hat mich gefreut, dass du dabei warst. Wie gesagt, ich hätte jetzt alleine wahrscheinlich überhaupt nicht gewusst, was ich dazu sagen soll. Ja, ist ein bisschen schwierig, die richtigen Worte zu finden. Ja, ist ein schlimmer Film. Aber wie gesagt, ich kann ihn aus der Warte schon empfehlen, wenn man halt einfach, es ist ein bisschen was Neues. Also ich kenne jetzt diesen Creep nicht oder so. Also was ist neu, vielleicht auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall halt interessant als Cineast oder so. Kann man sich den anschauen, um es halt mal gesehen zu haben, so ungefähr. Das wollte ich damit sagen. Ja, vor allem, weil man so einen Charakter selten auf der Bildfläche gesehen hat. Das ist auf jeden Fall das Neue, ja. Ja, es ist halt irgendwie American History X auf 20 aufgedreht. Keine Ahnung. Ja. Muss man sehen, um es richtig verstehen zu können. Ja, ja, es ist echt schlimm. Ich habe mich auch teilweise gefragt, brauchst du es jetzt in der Fülle und in dem Ausmaß und so? Aber wenn du halt schockieren willst, was sie halt wahrscheinlich auch wollten, dann muss man halt auch mal hingehen, wo es wehtut, keine Ahnung. Ja gut, dann habt trotzdem einen schönen Abend oder einen schönen Tag, liebe Zuhörer ebenfalls. Wenn ihr mal guter Laune seid, dann schaut euch den Film an, danach seid ihr vielleicht nicht mehr. Aber das war's von mir. Danke nochmal, Pete, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hallo da draußen und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben uns heute einen besonderen Dokumentarfilm gewidmet, der da heißt Batman and Bill. Mit wir lässt natürlich darauf schließen, dass ich das nicht alleine mache. Ich habe mir auch heute wieder den Patrick zur Seite geholt. Genau. Hi, wir haben es als Anlass genommen. Also ich kannte die Doku länger, aber er ist gerade auf Amazon Prime verfügbar. Deswegen dachte ich, auf den Film sollte man die Leute ein bisschen mehr aufmerksam machen. Auf jeden Fall.
Der Film beleuchtet nämlich die ikonischste Superheldenfigur von DC und wahrscheinlich einer der größten Superhelden überhaupt, nämlich Batman, wie der Name schon sagt. Und ja, seine Schöpfung, seine Entstehung, die unter anderem der bekannteste Name hier ist natürlich Bob Kane. Und ein anderer Herr namens Bill Finger, den wahrscheinlich die wenigsten da drauf nach dem Schirm haben werden. Patrick, klär uns doch mal auf, worum geht's denn da? Es geht darum, dass ein Journalist, der ist durch einen Aufsatz, beziehungsweise durch so ein paar Absätze in Bob Kanes Biografie darauf aufmerksam geworden, dass er wahrscheinlich nicht der einzige Schöpfer ist, weil Bob Kane erwähnt da drin in dieser Biografie, er kann Bill Finger nie genug dafür danken. Er wünscht, er könnte die Zeit zurückdrehen und sowas. Und das ist wirklich so eine Passage. Er, nicht nur er, hellhörig geworden, sondern auch einige andere. Die haben dann schon gemerkt, irgendwas ist da im Argen. Aber wie es halt so ist, Bob Kane hat sich damals ziemlich vermarktet als der Schöpfer. Er hat sogar einen Vertrag ausgehandelt, bei dem er als der alleinige Schöpfer gelistet wird, um jeden Zweifel zu beseitigen, dass er der Einzige ist, der mit Batman was am Hut hat. Man muss dazu sagen, Bob Kane heißt nicht mal wirklich Bob Kane, das ist ein Künstlername. Er hieß früher Bob Kahn. Er hat eine jüdische Herkunft. Davor war er halt wirklich so einer, der komplett unbeachtet war. Und erst mit dieser Schöpfung von Batman ist er dann durch die Playboy-Villa getingelt, weil in den 60er Jahren war es dann so, dass Batman bei Hugh Hefner neben ein paar anderen Sachen in der Playboy-Villa rauf und runter lief. Also gerade durch die 66er-Serie wurde das einem weltweiten Publikum bekannt. Davor natürlich auch einer großen Reihe Nerds, aber durch diese 66er-Serie hat er einen legendären Status bekommen. Und Bob Kane hat sich dann in meinem Interview so inszeniert, als wäre er so eine Art Soft-Version von Batman. Er hat die ganze Zeit immer felsenfest behauptet, was dann auch an einen gewissen Stan Lee erinnert, der auch früher immer behauptet hatte, dass er mit einer der alleinigen Schöpfer ist des halben Marvel-Universums. Genau, das ist eine Parallele hier. Stan Lee, das Mastermind, also den Mann, den man mit Marvel verbindet, der sich aber auch gerne bei den Ideen von Jack Kirby und Steve Ditko bereichert hat, ähnlich wie Kane es hier bei Finger gemacht hat. Und der Reporter, um den es hier geht, heißt Mark Taylor Nobleman. Und der heftet sich nach fast 30 Jahren an die Fersen dieses Bill Fingers und will halt herauskriegen, wer war dieser Mann im Dunkeln? Wer war der Mann quasi hinter Batman, der wirklich, ja, Batman mitgestaltet und maßgeblich federführend dabei war? Und er und Kane hatten eine mündliche Absprache mit einem Handshake, ist quasi festgelegt, dass, ja, dass einer es vermarktet und sie sich den Gewinn teilen. Aber man höre und staune, Kane hat den meisten Ruhm eben für sich eingehamstert und ja, Finger da nicht ganz so cool behandelt. Und die breitere Aufmerksamkeit, wie du schon richtig gesagt hast, durch die 66er-Jährige mit dem Bürgermeister von Quahog, Adam West. Erst viel später landete auch mal der Name von Bill Finger tatsächlich im Abspann. Sonst war immer nur Bob Kane der große Kopf dahinter. Das war sogar tatsächlich im Vorspann. Also Bill Finger war ein relativ bescheidener Mensch. Und er wollte dann bei einer dieser Batman 66er-Folgen als erster Autor genannt werden. Und es hat ihn so gefreut, also er hatte noch nicht mal einen farbigen Fernseher und so. Und dann hat ihn einer der Mitarbeiter dann dazu eingeladen, dass er das so sieht. Und dieser einen Moment, wo er seinen Namen bei dieser Batman 66-Serie gesehen hat, das war für ihn wahrscheinlich traurigerweise sein größter Moment, den er erleben durfte, weil er sonst nie etwas von dem Ruhm abbekommen hat. Ja. Also es ist ein Arbeitskollege oder wie, der ihm wirklich da, die quartieren sich bei ihnen zu Hause ein und er lebt wirklich in ärmlichen Verhältnissen. Und als er das sieht, fängt er fast an zu weinen. Also sein Kumpel sagt auch, er glaubt, er hat Tränen aus seinen Augen kommen sehen, weil das endlich eine Würdigung seines Schaffens eben war. Und es wird hier wirklich die Geschichte von Batman gezeigt, die Entstehungsgeschichte, auch die ersten Entwürfe. Und Heidenei, also wie der früher aussah, das muss man sich am besten, glaube ich, selbst reinziehen, bevor der Bill Finger diesem Helden den letzten Schliff verpasst hat. Also
Davor war der aus, als hätte man Superman mit Robin gekreuzt. Ja, absolut, er sah wirklich aus wie Robin so ein bisschen. Das erst als Bill Finger da drüber gegangen ist, und das sieht man in einer wirklich schönen Montage, sieht man, wie er Batman den letzten Schliff verpasst hat, erst dieses ikonische Aussehen. Bill Finger hat ja dann auch einige der bekanntesten Batman-Bösewichte noch mit kreiert. Also es ist jetzt nicht nur so, dass auf ihn Batman, dass auf seine Kappe Batman geht, sondern er hat seine Bösewichte-Riege und so maßgeblich mitgeprägt. Diese Auswirkungen erleben wir heute noch. Wann wurde der geschaffen? Vor circa 75 Jahren. Also Jahrzehnte später erleben wir diese Auswirkungen von Bill Fingers Kreation. Ja, also die meisten Bösewichte, die wir wirklich kennen, Scarecrow, der Pinguin, der Joker und so weiter, entstammen mitunter seinem Schaffen. Und es ist wirklich bewegend, wie Mr. Nobleman, also Tyler Nobleman, der Reporter aus der Doku, sich da diese Schnitzeljagd liefert, nur um die Nachkommen zu finden. Weil, ja, er hatte zwar einen Sohn, aber der war homosexuell und der ließ halt auch keine Nachkommen und starb relativ früh. Er ist dann später an AIDS gestorben. Also was machen? Und er kriegt eigentlich durch einen Zufall nur mal einen ziemlichen Point in den Schoß geworfen, wo er dann ja seine Suche fortsetzen kann und ist eigentlich relativ unterhaltsam. So viel kann man gar nicht spoilern oder will man auch gar nicht spoilern, weil die Doku macht echt Lust, sie sich anzugucken. Mhm. Es ist schon sehr rührend, was da von sich geht und sie sei jedem ans Herz gelegt, einfach nur um diesem Mann den Ruhm, der ihm zuteil werden zu lassen, der ihm gebührt. Wir können jetzt aber schon dazu sagen, also Tyler Nobleman wäre mehrmals fast in der Sackgasse gewesen. Die Schnitzeljagd hat ihm nicht wirklich die Ergebnisse gebracht, die man sich erhofft hat, sondern eher so im Gegenteil. Und er kriegt auch relativ schnell mit, dass die bei DC da schon Bescheid wissen, ihn aber durch diesen Vertrag wirklich die Hände gebunden waren, auch Jahrzehnte nach Bill Fingers Tod. Man sieht in dieser Doku noch nicht mal großartig Bildmaterial von ihm. So sehr war der im Hintergrund. Wir sehen vielleicht ein, zwei Fotos und den Rest, den sehen wir als animierte Sequenzen, wenn sie ihn mal auftreten lassen wollen, eben weil der Gute so sehr im Hintergrund gehalten wurde, dass er sich gar nicht mal entfalten konnte. Ja, also das hast du schon angesprochen, die schönen kleinen Animationen, wie so ein kleiner Comic sieht das aus. Und da wird unter anderem auch die erste Comic-Con, nennen wir es mal so, erwähnt, die in einem abgefuckten Hotel da stattfindet und wo eigentlich Bill Finger und Otto irgendjemand, ich weiß nur, dass er Otto noch hieß, sich da an der Bar besaufen und dieser Otto dann zu den Fans sagt, ey, wollt ihr mal den Schöpfer von Batman sehen? Und alle denken so, oh geil, ich sehe jetzt Bob Kane, das große Idol. Und dann sitzt da ganz normal der kleine Bill Finger und kippt sich da einen Drink hinter und ja, erzählt den wahrscheinlich gerade, es ist wie fast schon wie bei den Simpsons mit dem Penner, der angeblich Itchy und Scratchy erfunden hat. Also, dass halt Bill Finger dann in ganz ärmlichen Verhältnissen auch gestorben ist. Also ein Kumpel hat ihn besucht und er hat gedacht, er schläft und er hat sich ja zugedeckt bis zum sonst was und hat dann nur gemerkt, okay, der Typ ist eiskalt und sogar der Fernseher lief noch. Also er ist dann irgendwann wahrscheinlich sogar entschlafen und hat das nie erleben können wie Bob Kane, der sich teilweise echt inszeniert wie ein Promi. Man merkt halt echt, dass der Typ auch ziemlich mediengeil ist. Viele Künstler, die Kunst erschaffen wollen und einfach nur sich selbst ausleben wollen oder sich erfreuen, wie Leute eben auch daran Freude haben, der inszeniert sich hier wirklich wie, ja, du hast vorhin Hugh Hefner angesprochen und er wäre gern wirklich Bruce Wayne, das kann man wirklich sagen. Ja, Bob Kane war wirklich die größere Rampensau. Und er wusste, sich zu inszenieren. Und wie es leider so oft ist, sind die, die dann leise bleiben, die nicht gehört werden. Und wir kriegen dann auch mit, wie Tyler Nobleman diesen Kampf dann trotzdem gewinnt und es dann schafft, dass bei Batman wie Superman zum ersten Mal Bill Fingers Name im Abspann erwähnt wird. Fast schon ein bisschen traurig, ausgerechnet bei Batman wie Superman, weißt du? Also gerade in einem der undankbarsten Filme aus dem DC Universe. Im selben Jahr wurde er aber auch bei Lego Batman erwähnt, im Abspann. Nur zur Ehrenrettung. Ja, das ist wiederum sehr positiv. Und bei Gotham. Die Leute, stimmt, bei Gotham auch.
Und die Leute haben echt gekämpft drum, dass er bei dem Tim Burton-Film auftaucht, also der Film, der 1989 unter anderem mit Jack Nicholson gedreht wurde, mit Michael Keaton, bis hin zu der Nolan-Trilogie, und sind immer daran gescheitert wegen irgendwas, wegen irgendwelchen kranken Gründen. Das muss echt ein Kampf gegen Windmühlen gewesen sein. Da hängt ziemlicher Rattenschwanz drin. Ja. Nur eingefleischte Hardcore-Nerds, also es wird auch Kevin Smith wird ein paar Mal zu Wort kommen, den kennen die meisten wahrscheinlich, und er erwähnt Bill Finger ein paar Mal in seinem Podcast. Aber ansonsten, ja, wie willst du da wirklich vernünftig den Leuten das Bewusstsein dafür eintrümmern? Aber Kevin Smith hat das ja auch, wie man das so mitbekommt, jahrelang versucht, den Fans einzuhämmern. Leute, das ist auch Bill Finger. Und niemand hat darauf gehört, deswegen ist er dann auch, der hat dann auch Mark Tyler Nobleman in seinem Podcast auftreten lassen mit diesem Ding. Und irgendwann ist es ja dann so, dass Mark Tyler Nobleman im Urlaub ist und auf einmal geht das aus irgendeinem Grund durch die Decke und er kriegt das dann im Urlaub mit und wir hören dann nur, ja, die Erbin von Bill Finger war bestimmt jetzt nicht so glücklich, dass in den Flitterwochen der Mann über Batman twittert. Ja. Aber es ist halt wirklich ein Film, der deprimiert dich am Anfang schon, weil dir diese Ungerechtigkeit wirklich ziemlich hart präsentiert wird und auch dieser Kampf mit den Windmühlen und dann auf einmal irgendwas kippt und man ihn doch 40 Jahre nach seinem Tod in dem Abspann erwähnt, was ja schon sehr mies ist. Erst dann, also wo man halt wirklich nichts mehr davon hat. Es gibt erschöpfende Momente, wo Nobleman echt nicht weiter weiß und nur durch Zufälle dann immer mal weiterkommt, bis ihm dann wirklich das große Puzzlestück in den Schoß fällt und anhand eines Facebook-Profils, wo ein Hund als Titelbild angezeigt wird und anhand des Namens dieses Hundes weiß er, alles klar, das hier ist der große Wurf, weil der Hund heißt Bruce Wayne. Und da ist er nämlich auf eine unmittelbare Verwandte gestoßen, mit der er endlich mal auch was anfangen kann, mit der er richtig auch reden kann und die ihm auch was erzählt über diese ganze Geschichte und was da auch im Nachhinein abging. Das ist ja Eisberglogik. Also du siehst nur, was auf der Oberfläche ist, aber gräbst du tiefer, heide nein, da tut sich was auf. Ja, aber am Schluss ist es ja dann eine ähnliche Dramaturgie wie bei einem Superheldenfilm. Du spürst dann am Schluss doch, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat, aber auf sehr, sehr langen Umwege. Also das war nicht mehr eine Zahngeburt, sondern deutlich schmerzhafter. Ja, die Dame heißt Athena Finger und ist die Enkelin von Bill Finger, was halt erstaunlich ist, weil wie gesagt, einziger Sohn starb früh, war homosexuell, also wie kam die zustande? Also deswegen. Ja, da sei mal dahingestellt, ob er dann dieser so treue Ehemann war, aber durch diesen Seitensprung hat er sich dann am Schluss doch unsterblich gemacht. Ja, unfreiwillig ja, also ein Seitensprung mit dem Geschmäckle hinten dran, mit Nachwehen. Ja, ja. Ja. Aber ich habe jetzt den Film auch mit so ein paar Leuten gesehen, die mit Batman jetzt nicht so viel zu tun haben, aber die waren nach diesem Film auch gerührt. Also ist das definitiv eine Doku, die es wert ist, gesehen zu haben. Schon allein, weil Batman wirklich so omnipräsent in der Popkultur ist. Und man dadurch vielleicht das eine oder andere aus dieser Doku mitnehmen könnte. Ja. Und ich habe rausgefunden, wie dieser Otto hieß. Otto Binder hieß er, glaube ich, der da mit Finger gesoffen hat. Nur der Vollständigkeit habe, okay, wollte ich nochmal erwähnt haben. Aber ja, diese Omnipräsenz von Batman, da hast du vollkommen recht. Jeder kennt ihn, jeder weiß es und sei es noch die verpeilteste Oma. Und es gibt auch eine schöne Sequenz, wo Nobleman eben über den Times Square geht unter anderem und da Batman-Cosplayer fragt, ey, ja, wer ist das denn das? Wie heißt die Tochter von dem und dem und so weiter. Und wer erschuf Batman? Ja, Bob Kane. Das war Bill Finger. Ja, wer ist Bill Finger? Und dann, also, dass noch nicht mal eingefleischte Fans, die Batman gefühlt atmen, dass noch nicht mal die was mit diesem Namen anfangen können, spricht schon Bände dafür, dass, ja, wie Kane das so teilweise an sich gerissen hat. Ich finde es halt wirklich schön, dass Mark Tyler Nobleman diesen Kampf da auf sich genommen hat. Und ihn dann auch gewonnen hat. Mhm. Und ja, die Tochter, die hat jetzt dann, die Enkelin, die hat jetzt dann für den Rest ihres Lebens ausgesorgt, aber das gönne ich Bill.
das ist auf jeden Fall ihr zu gönnen, in den Nachkommen umso mehr. Es gibt noch es wird nur angesprochen, eine Autobiografie von Bob Kane, die so wie ein Comic gestaltet ist, wo er Bill mal erwähnt, dass er sehr bereut, dass sein Freund eben gestorben ist, aber wo er auch einwandfrei wirklich Quatsch macht, also richtig. Ich weiß nicht, ob man das schon Urkundenfälschung machen kann, aber er nimmt Entwürfe von Batman, die nicht dem Ur-Batman entsprechen. Wir sehen ja am Anfang diese Grafik, wie Batman halt aussieht, wie so eine Mischung aus Robin und Superman. Und Batman siehst du in dieser Biografie, der schon sehr diese archetypischen Ohren hat, diesen Umhang. Und er sagt, das wäre so mit der erste Entwurf gewesen und hat sogar das Datum dazu geschrieben. Und das ist nachweislich falsch. Also das ist Urkundenfälschung. Hat da wirklich ganz klar gelogen. DC wollte da ja ein bisschen entgegensteuern, aber Bob Kane hat es dann so durchgewunken. Da hast du gemerkt, was für eine Hebelwirkung er damals hatte durch dieses Stück Papier, das er da hat aufsetzen lassen. Die bei DC haben ja Mark Tyler Nobleman gesagt, das wissen sie alle längst, aber denen waren tatsächlich die Hände gebunden. Er hätte nur nicht bei DC hingehen können und sie fragen können. Die hätten ihm diese Infos nicht gegeben. Also nicht freiwillig. Nee, ganz bestimmt nicht. Das ist einfach ein Mythos. Da hatte man Angst, dass der dadurch zerstört wird. Weil Bob Kane hatte dieses Batman-Bruce-Wayne-Ideal ausgestrahlt. Und jetzt stell dir diesen Skandal vor. Stell dir einfach einen Skandal bei einer x-beliebigen Figur vor. Die Wahrscheinlichkeit, dass die vom Markt genommen wird, deswegen ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und das kann durchaus passieren. Dann ist die Existenz ruiniert und dieser Mann hat sein Gesicht auf ewiglich verloren und seine Glaubwürdigkeit eingebüßt. Er wird wahrscheinlich nie wieder arbeiten in der Richtung. Oder der Verlag hätte eben enorme Einbußen, weil wie viele Batman-Comics erscheinen im Monat? Welche Helden von DC außer Batman kennt ihr noch? Mich schließe ich da aus, ich kenne da ein paar mehr, aber der Otto Normal Nerd wird da auch noch ein paar mehr kennen, aber der reine Mainstream-Schauer, nehmen wir jetzt den, Otto Normal. Gutes Beispiel, ja. Der wäre dann ein bisschen überfordert. Genau, der kennt zwar Batman, Superman, der wird auch aber ich glaube, wäre wahrscheinlich DC und Marvel, gut, wahrscheinlich nicht, es ist mittlerweile auch so omnipräsent in der Popkultur, aber jeder kennt Batman, jeder kennt Superman oder Spider-Man oder Iron Man mittlerweile. Ich weiß, ich schmeiße hier gerade die beiden Comic-Verlage schlechthin ein bisschen durcheinander, aber nichtsdestotrotz, das, was dahinter steht oder wer dahinter steht, das sind dann doch, ja, bisschen die Abgründe. Und Bob Kane hat ja auch einen Stern auf dem Walk of Fame unter anderem auch bekommen, gerade für sein Lebenswerk. Es ist dann wirklich zum Kopfschütteln gewesen, wie unglaublich das dann doch teilweise war. Aber wie gesagt, wir fangen an, uns zu wiederholen. Deswegen würde ich sagen, wir kommen zur Bewertung. Ja, würde ich auch sagen. Vor allem wollen wir nicht den halben Film noch spoilern und vorwegnehmen. Das sollen die Leute dann schön für sich selber entdecken. Es sei ihnen gegönnt, wir haben schon ein paar Sachen vorweggenommen, nicht zu viel, keine Sorge, ihr habt noch Spaß beim Gucken, da muss man es ein bisschen auch zurückhalten, weil es gibt echt viel, über das man eigentlich noch reden wollte, aber wir wollen euch die Freude am Spaß natürlich nicht verderben. Deswegen machen wir ab hier Schluss und bewerten den Film nochmal. Und wie viele Batterings gibt es zu den von 5 möglichen? Ich gebe den 4 für den Klassiker, fehlt ihnen so ein bisschen was, aber als Batman-Fan würde ich diesen Film schon enorm wichtig ansehen. Deswegen wäre 3,5 zu lasch. Also dieser halbe Punkt ist einfach, um die Aussage dahinter zu unterstützen. Mhm. Ich empfehle dann nebenbei auch, was in diesem Film auch erwähnt wird, dass da ein Skandal mit Superman war. Also Joe Schuster und Bill Finger hatten einen ähnlichen Skandal, der ähnliche Ausmaße hatte. Die Geschichte dahinter ist auch ziemlich heftig. Damit kann man sich auseinandersetzen oder setzt euch damit auseinander, dass Dagobert keine wirkliche Disney-Figur war, sondern von Disney dann an sich gerissen wurde. Oder eben auch, wie wir es erwähnt haben, Stan Lee, Steve Ditko und Jack Kirby, bei denen sich Stan Lee auch schön bedient hat. Und es gibt auch einen deutschen Fall, der war jetzt nicht ganz so
kostspielig, aber ich sag nur Marvin Clifford und Schissler Weng, da wurden ein paar Kreuzchen am falschen, an der falschen Stelle im Vertrag gemacht. Und er hat durch Schissler Weng bei weitem nicht so ausgesorgt, wie viele glauben würden. Okay. Letzterer Fall ist mir zum Beispiel nicht Schissler Weng, Shakes und Fitchek. Sorry. Das Game? Ja. Krass, also wie gesagt, letzteren Fall kannte ich überhaupt noch nicht. Nee, da hat er den Comic dazu entworfen, auf dem dann das Game basiert. Shakes und Fitchet, Schissler Weng. Nee, das ist ein aktueller Online-Comic. Okay, krass. Ich gebe dem Film abschließend auch 4 volle Batterings. Ich würde ihm auch fast eine 5 geben, aber ja, dafür hat es dann nicht ganz gelangt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehenswerte Doku, die mit 1,5 Stunden knapp Spielfilmlänge aufweist und sich recht flüssig wegguckt. Da muss man jetzt auch nicht wie gebannt davor sitzen. Das ist ganz gut, wenn ihr aufpasst. Aber die kann man auch wunderbar nebenbei laufen lassen, während ihr zockt oder sonst was. Aber es ist auf jeden Fall spannend und sehenswert. Also zieht's euch rein. Vor allem, man muss auch kein Hardcore-Batman-Fan dafür sein. Das ist auch so wegen dem Thema interessant genug. Ja, allein schon, wenn es um geistiges Eigentum, Copyright und sowas geht, ist ja heute präsenter denn je dieses Thema, auch zu Recht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Genau. Ich verabschiede mich. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Haltet euch wacker und ja, bleibt gesund. Und bis bald beim Telestammtisch. Bis dann und unterstützt euch eure Comic-Shops in der Krise. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!